Guten Morgen, liebe Rad- und Wanderfreunde. Willkommen hier in Kloster Reichenbach bei herrlichstem Sonnenschein. Wir haben der 23. November oder wie viel? 24. Ich bin schon wieder einen Tag zurück. Am 23. war Abschlussball von Selinie im Tanzkurs. Deswegen kommen wir heute erst um 12 Uhr mittags los. Wir haben auch keine lange Tour, aber viele Höhenmeter. Wir wollen nämlich mal eine Mountainbike-Tour machen hier im Schwarzwald oder im Nordschwarzwald. Nämlich den T6. Jetzt habe ich nur ein Problem. Ich habe schon meine Winterreifen drauf. Das heißt, ich muss Bike fahren. Celine fährt noch mit den normalen Rädern. Ja, jetzt schauen wir mal, wie es läuft. Okay, gehen wir los. So geht's. Alles klar. Gehen wir. Ich hoffe, dass wir bald in den Wald kommen. Das Geratter hier von den Spikes auf dem Asphalt ist nicht so angenehm. Ja, jetzt geht es erstmal bergauf. Wir fahren hier gerade am Friedhof vorbei. Und zur nächsten Station ist der Zimmerplatz. Und da haben wir schon so 250, 300 Höhenmeter bis dahin. Sind wir mal gespannt. Und wie klappt es, Selin? Mit E-Bike wäre besser, oder? Ja. Ja. Wir haben aber nur eins daheim. Ja, meins, ne? Ja. Wir müssen jetzt solchen kleinen gelben Täfelchen folgen, weil die zeigen die Trailwege hier rund um Bayersbronn. Und heute müssen wir dem T6 folgen. Ich bin froh, dass ich das Mountainbike dabei habe mit der Übersetzung oder Untersetzung. Mit dem Trekkingrad hätte ich keine Chance gerade hier. Es geht viel zu steil hoch. Und ja, der ganze Weg sind so 35 Kilometer. Aber nur auf und ab, also so 1000 Höhenmeter werden das heute. Ich bin mal gespannt, wie viel was wir wirklich zusammenkriegen. Oder wo wir abkürzen. Geht schon brutal hoch, gell? Mhm. Ja, am Sonntagmittag, nach so einem Festabend. Ja, da kann man was rausschwitzen. Gehen wir weiter. Ja, der Einstieg war jetzt schon recht knackig. Jetzt wird es wieder ein bisschen ebener. Da vorne ist ein Schild. Es geht rechts weiter, der Wald hoch. Und ihr wisst ja, wer hochfährt, der darf auch mal runter gucken wieder. Celine sieht recht glücklich mit der Wahl ihrer Strecke aus. Gerade auch sieht besser aus. Geradeaus sieht besser aus. Aber wir müssen rechts hoch. Wir müssten jetzt oben am Zimmerplatz sein. Da ist die Hütte. Und von hier hat man auch einen schönen Ausblick Richtung Bayersbronn. Ja, schönes Wetter für Ende November. Celine macht die erste Pause an der neuen Zimmerplatzhütte. Naja, von 2002. Ganz so neu ist sie dann auch nicht mehr. Rechnest du jetzt? 17. Älter wie du. Ja. Ja, du bist 2000 und? 4, genau. Ich habe ja mal gesagt, auf solchen Schwarzwald-Trails, da könnte ich mir guten Pedelec vorstellen. Und das habe ich hier beim Hochfahren gerade wieder gedacht. Ja, wir hätten eins ausleihen sollen, ja? Nein. Eins haben wir ja vom, mir fällt ja vom Leo Namen
Eins haben wir vom Leo, dann noch eins ausleihen, dann hätten wir heute die Tour wesentlich entspannter machen können. Ja? Da wären wir in 2 Stunden fertig. Das wäre auch nicht schlecht, oder? So brauchen wir bestimmt 6. Ja, wenn es nur langt. Ja. Na, gehen wir weiter. Ja. Kilometermäßig ist es ja nicht viel. Nur halt die Höhenmeter, die quälen einen. Lustig nach der Auffahrt, jetzt kommt der erste Trail. Da sind wir mal gespannt, ob wir das hinkriegen. Ha? Ja. Los geht's. Der erste Teil haben wir jetzt, da vom Waldzimmer runterkommen. Ja, jetzt kann ich auch verstehen, für was manche Leute einen Helm aufsetzen. Also, das ist schon extrem. Also, hier sollte ich dann vielleicht doch besser einen Helm aufsetzen. Und ja, ich bin gerade ein bisschen im Vorteil, weil ich die Spikes drauf habe. Dass die lineare Räder rutschen auf die nassen Wurzeln gerade ziemlich rüber und über. Da bin ich gerade im Vorteil. Aber es ist schon extrem, muss ich sagen. Also, wo. Muss man eine Weile üben und vielleicht doch besser einen Helm aufsetzen. Nee. Halte ich für keinen guten Plan. Wo ist die überhaupt? Willst dich fragen? Machst du gut. Was ich mir in meinem Alter noch antun muss. Ja, Freunde, es sind noch 3,5 Kilometer bis Bayersbronn und ich habe eine Entscheidung getroffen. Ich habe zu Selin gesagt, das hat so keinen Wert, das ist zu gefährlich, ich mache das nicht ohne Helm. Und deswegen, wir werden jetzt runter nach Bayersbronn und dann wahrscheinlich, ja, vielleicht was essen oder so. Da gibt es so einen Bäcker, ne? Da gibt es einen Bäcker. Ja, gucken wir mal, vielleicht was essen. Und dann fahren wir wieder zurück nach Kloster Reichenbach, weil ohne Helm sollte man das wirklich nicht machen. So normale Radwege ist okay, aber auf diesen Wurzeln und so, da liegt man wirklich ruckzuck. Ich habe es zwar bisher ohne geschafft, aber ich will das auch nicht herausfordern. Und insofern brechen wir das Thema ab. Und ich werde mir dann mal irgendwann auch so einen schönen Helm zulegen, wie die Selin hat. Und dann seht ihr der Rainer endlich auch mal mit Helm. Und Selin hat gesagt, mach mal ein bisschen Clickbait, nenn das Video Rainer braucht einen Helm. Ja, okay, machen wir so. Hoffen wir, dass ein Haufen zugucken, wie wir herumschwächeln. Und jetzt geht's runter nach Bayersbronn und da gucken wir mal, ob wir was zum Essen kriegen, weil wir haben immerhin 200 Höhenmeter gemacht, oder? Und 5 Kilometer. Ja. Nachher sind es 10. Und jetzt müssen wir hier noch irgendwie sicher runterkommen. Alles klar, gehen wir los. Wir sind jetzt fast unten in Bayersbronn wieder angekommen. 2 Beschlüsse haben wir gefasst. Erstens sowas mit Helm und zweitens sowas mit Motor am besten.
weil auch die Wege hoch, also hier geht es ja wirklich, das was wir jetzt gemacht haben, das wäre jetzt heute so 5-mal nacheinander gekommen und dann hast du erstmal deine 1000 Höhenmeter und der T9 zum Beispiel, das sind 80 Kilometer, über 80 und 1800 Höhenmeter oder so und das dann, ja, ich bin ja ein alter Mann und Celine ist ein junger Hüpfer, da täte ich ja ganz alt aussehen dann. Insofern, wir werden das so irgendwie machen. Jetzt gucken wir mal runter Richtung Bergsbronn und wir gucken, dass wir was zum Essen fassen da unten. Auch wenn wir es nicht verdient haben. Wir sind jetzt auf der Tour de Morgue. Sowas von entspannend. Wieso machen wir nicht lieber sowas hier? Machen wir jetzt aber nur bis Kloster Reichenbach und da haben wir uns für eine Pizza entschieden. Jetzt hoffen wir mal, dass die Pizzeria auf hat, aber ich denke mal sagen, Sonntagmittag um 1, da sollten wir doch eine Pizza kriegen, ja? Oder? Ja. Celine sagt ja. Wir haben jetzt schon ganze 8 Kilometer. Ja, da hätten wir ja beim Laufen mehr geschafft heute. Wir haben jetzt 2 Pizza bestellt, auch wenn wir sie nicht verdient haben heute. Naja, ein bisschen schon. Er hat jetzt einen neuen Job, Pizza ausliefern. Pizza Express. Jetzt fährt der Pizza Express hier noch zurück zum Parkplatz. Und dann hat sich das Thema schon wieder erledigt. War ein schöner Sonntag. Sonntagmittag. Also, das Thema hat sich erledigt. Die Daumen nach unten haben wir uns heute auch wieder gesichert. Und jetzt sagen wir schnell tschüss, bis zum nächsten Mal und ciao. Wir haben's.